Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GamesTV24 Daily. Und gestern kam die Ankündigung, auf die viele von euch, das garantiere ich, war einfach so, und auch wir gewartet haben, es ist soweit, Mafia, der Nachfolger, Mafia 3, steht bevor. Ja, es wurde angekündigt. Kleine Wermutstropfen, Sepp Blatter und Putin spielen nicht eine Rolle in dem kommenden Spiel. Ja. Aber dafür andere, und zwar vier Recken. Man hat das auf dem Artwork bereits gesehen, was veröffentlicht wurde. Da sind vier Charaktere drauf und ein Charakter davon ist eine Frau. Und es gibt Autos, die im Hintergrund stehen. Diese Autos lassen darauf schließen, dass es sich um die 70er Jahre als Szenario handelt. Aber es könnte natürlich auch ein Rückblick sein. Vielleicht haben die so clever gemacht und spielt meinetwegen in der Zukunft. Also das kann deswegen das Artwork. Ja. Genau. Lassen wir das mal. Man kann noch ein bisschen drüber reden, dass es eben noch so ein Sumpfgebiet davor gibt und es spielt wohl in Louisiana bzw. New Orleans. Diese Info stammt allerdings schon von März 2014, weil damals hatte 2K Games zu einem Casting aufgerufen für die Rollen und so weiter. Aber nun ergibt das Ganze einen Sinn, basierend auf dem Artwork. Handfeste Details und Infos gibt es dann bei der Ankündigung. Am 15. August um 14 Uhr, dann wird nämlich das Spiel offiziell im Rahmen der Gamescom vorgestellt und dann werden wir sicherlich auch vielleicht irgendwie so Gameplay-Schnipsel sehen oder irgendwas und genaue Infos zu der ganzen Produktion. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja. Man hat ja damals als 2K Czech, das Studio wurde ja geschlossen letztes Jahr, da wusste man nicht so genau, wie geht es jetzt mit dem Franchise weiter. Ich bin auch sicher, dass Mafia mal zwischendurch rebootet wurde, Mafia 3, denn es hat ja jetzt doch ziemlich lange gedauert. Aber wie gesagt, zur Gamescom dann nächste Woche gibt es die Infobombe. Dann, apropos Bombe, heute ist die Betriebssystemsbombe, ist quasi da. Windows 10 erscheint offiziell heute für viele Nutzer, also für die Nutzer von Windows 7 und Windows 8 oder 8.1 ist das Update kostenlos. Man konnte sich ja in den letzten Wochen oder Monaten sogar dafür registrieren, sozusagen über dieses kleine Windows-Symbol. Und wenn man das halt gemacht hat, dann gab es sozusagen ja kostenlos die Möglichkeit, das Update herunterzuladen. Ja. So, ganz einfach. Microsoft wird das alles in Wellen verteilen, also müsst ihr mal gucken, ob das bei euch schon geht, falls ihr das Update wollt. Es gibt auch die Möglichkeit, Windows 10 frisch zu installieren über eine ISO-Datei, die man herunterladen kann dann bei Microsoft über ein spezielles Tool und so weiter. Aber da schaut ihr am besten mal unsere Kollegen von www.pcgameshardware.de mal vorbei, die werden euch da sicherlich helfen. Und Videos findet ihr natürlich dazu auch in der App. So, weiter geht's. Ja, was es auch demnächst geben wird, ist Dragon Quest 11. Das wurde nämlich angekündigt für die PS4, 3DS und NX. Das ist interessant, weil die neue Nintendo-Konsole, darüber gab es jetzt so ein paar Gerüchte und so weiter, aber man weiß gar nicht, was sich dahinter verbergen wird. Nintendo tut so, als wäre es das genialste, revolutionärste Hardware-Konzept seit Menschengedenken. Vielleicht ist es das ja. Vielleicht. Wir wissen. Mal gucken. Ja. Aber letztendlich ist Dragon Quest 11 das erste Spiel, was dafür angekündigt wurde. Worum geht's da? Dragon Quest 11 wird also größer sein. Es wird mehr NPCs geben. Die ganze Umgebung wird man halt auch besteigen können, sozusagen. Das heißt, wenn da irgendwo eine Ebene, ein Berg ist, dann könnt ihr da irgendwie raufklettern. Das Ganze wird ermöglicht durch die Unreal Engine 4, was ziemlich cool ist. Ich bin auch persönlich ein großer Fan der Engine. Davon wird man sowieso demnächst immer mehr hören. Man hört es ja sowieso, in letzter Zeit hat man immer wieder gehört, Unreal Engine 4, genau, ist das Maß der Engines sozusagen. Ja, genau. Neben der Frostbite 3. Die Monster in der Welt werden als Symbol dargestellt und wenn man auf so ein Symbol trifft, dann geht es halt in den Dragon Quest Kampf. Release ist dann irgendwann 2016, so, weil nächstes Jahr ist ja der 30. Geburtstag der Serie. Aber man weiß halt nicht, ob das Spiel wirklich auch nächstes Jahr erscheinen wird. Hierzulande, in Japan sowieso, aber das hat man ja auch schon des Öfteren gehabt, dass es dann eben, ja, dass es dann ja später kam oder sowas. Andererseits, der 30. Geburtstag ist eben auch nächstes Jahr und das gilt eben auch für Europa. Und von daher warten wir mal ab auf die Gamescom, ob da nicht irgendwelche News kommen. Genau. Ansonsten gibt es ja noch Tokyo Game Show, gibt es ja auch noch dann dieses Jahr, glaube ich. Ja, also dazu wird es Neues geben. Neues gibt es auch zum Neo Geo, beziehungsweise zum Neo Geo Android Mobile Bundle vom Humble Bundle. Richtig. Ab einem Dollar
gibt es dann nämlich folgende Spiele. Blazing Star, Metal Slug 2, Metal Slug X, The King of Fighters 97, Garou, Mark of the Wolves. Wenn ihr ein bisschen mehr investieren wollt, nämlich $4.63, gibt es Metal Slug 1, 3, Beastbusters, Fatal Fury, Special, Samurai, Showdown 2, The King of Fighters 98. Genau. Und für die große, quasi für die große Investition für $30 ungefähr, gibt es das exklusive Neo Geo 25th Anniversary Metal Slug T-Shirt dazu. Und das Schöne natürlich, sämtliche Spiele sind DRM-frei. Sind DRM-frei. Ja. Und das ist auch ganz cool. Ja. Also die ganzen Titel, die da aufgezählt wurden, das ist im Grunde die, das absolute, die, die Best-of-Spielesammlung des Neo Geos. Ja, Neo Geo, auf eurem Android-Gerät könnt ihr das dann spielen. Da gibt es dann, wenn man ein Smartphone hat, gibt es dann so Knöpfe, die angezeigt werden. Wie gut das jetzt wirklich funktioniert, kann ich schwer sagen. Allerdings müsste es auch die Möglichkeit geben, dann eben Joypad auch, wenn man irgendwie so ein Joypad hat, ja, dass man das anschließt. Genau. Also an sich eine ziemlich coole Sache. Ziemlich coole Spiele für wenig Geld. Und dann noch zum Schluss, zu The Witcher 3 kommt der finale Gratis-DLC. Und der bringt was sich viele gewünscht haben, nämlich einen New Game Plus-Modus. Und soll ab frühestens kommender Woche erscheinen, also nicht mehr diese Woche, aber nächste Woche. Und ja, wenn man es halt an einmal durchgespielt hat, kann man das halt in diesem Plus-Modus spielen. Das heißt, die Gegner sind etwas schwerer zu besiegen. Und wer halt mit Geralt Level 30 noch nicht erreicht hat, also wer so einen Schnelldurchgang gemacht hat durch das Spiel, der wird automatisch hochgestuft, wenn er das halt quasi startet. Also mindestens Level 30, sonst hat man auch keine Chance, nehme ich an. Und das Schöne ist, sämtliche erlangte Items und Rezepte, die ihr bei eurem ersten Durchgang durch das Spiel gesammelt habt, die verbleiben im Inventar, das heißt, die könnt ihr weiter nutzen. Allerdings natürlich logischerweise Quest-Items, Bücher und solche Sachen, die verschwinden, weil die solltet ihr dann quasi nochmal neu finden, wenn ihr durch das Spiel geht. Ja. Ja. Und das mit der Skillung sollte man vielleicht auch noch verwenden. Es gibt nämlich mit einer Potion, die ihr dann bekommt, könnt ihr, also eine Clearing-Potion sozusagen, könnt ihr Geralt anders skillen, um ihn vielleicht mal ein bisschen anders zu spielen. Auch eine schöne Sache, sowieso super. Witcher 3. Wie versprochen, kamen ja jede Menge DLCs und wir freuen uns ja auch auf die, auf den großen DLC sozusagen. Der, also die. Der alle beinhaltet, oder wie? Das neue. die zusätzlichen Spielinhalte, die kommen ja auch noch. Achso, die Kostenpflicht. Genau. Ja, okay. Und von daher, The Witcher 3, wer es immer noch nicht gespielt hat, unbedingt nachholen. Ja, ich bin immer noch schockiert, dass beim Neo Geo Android Bundle, dass es da nicht Windjammers gibt. Ja. Das werde ich jetzt verkraften müssen. Das wirst du jetzt verkraften müssen. Den Tag. Ihr müsst auch verkraften, dass es uns morgen erst wieder gibt. Schaut doch einfach mal rein, den ganzen Tag über wird es Videos bei uns geben. Sicherlich auch noch was zu Windows 10 und auch zu Gamescom, die ja auch kurz bevorsteht. Und ja, wir sagen bis morgen. Tschüss.